Hier ist meine Meinung und ich bin Andreas Dorfmann. Willkommen im Fernsehen in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Baden-Württemberg sowie weltweit bei YouTube. Meine heutigen Gäste sind Felix Behm, Keynote Speaker, wie auch immer. Man könnte auch sagen Sprecher. Vortragsredner. Ein Generation Z-Experte und auch Buchautor. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sowie Reinhold M. Kahner, Unternehmensberater, Praxisdozent und Autor. Ich freue mich auch, dass Sie zu mir gekommen sind. Beide. Herzlichen Dank für den Einladung. Sind von weit her angereist. Woher kommen Sie? Vom Bodensee. Vom Bodensee, Grüße nach Baden-Württemberg. Genau, ich komme aus Tirol. Aus Tirol, ja, also wir sind hier international, bundesweit sowieso, über das Fernsehen ist ja vollkommen klar, aber auch weltweit über YouTube, deswegen ist ja YouTube auch so wichtig. Über was sprechen wir heute, in meiner Meinung? Ja, das Thema lautet Generation Z und die Arbeit. Die Jugend von heute, ja, so heißt es ja eigentlich schon immer. Doch besonders zwischen den Boomern, also den geburtenstarken Jahrgängen und der sogenannten Generation Z, also der Jugend von heute, scheint es so zu sein, als kämen diese beiden Generationen aus zwei ganz anderen Welten und kaum noch zusammen. Man könnte auch sagen, analog gegen digital oder fleißig gegen chillig faul. Und das Interessante ist, dass in dieser Woche der aktuelle Spiegel, der am Samstag rausgekommen ist, sich genau mit diesem Thema beschäftigt, ne? Nämlich mit der Generation Z und diesem Problem, dass ein Älterer, ein Vater, genau damit hat, unter dem Motto, nur noch Content überall, diese Kolumne, also im Spiegel genau zur Generation Z, über das, was der Mann da so erlebt und erlebt hat und er sich im Moment so ein bisschen, ja, fast schon ausgestoßen fühlt. Genau über das wollen wir nämlich jetzt auch sprechen mit meinen beiden Gästen. Also, Herr Behm, Sie gelten als Experte auf dem Gebiet der jungen Menschen sowie deren Lebenssicht und haben ein Buch über die Generation Z und zwar ganz anders als gedacht geschrieben. So sieht das aus. Die Generation Z, da müssen wir vielleicht auch mal erklären, was das genau ist. Ist die Generation Z schon verloren? Ja, vielleicht erst zur Definition, weil Sie es gerade angesprochen haben. Also die zwischen 95 und 2009 Geborenen, dass wir auch wissen, über wen wir sprechen. Und auf die Frage von Ihnen, sind die verloren? Natürlich nicht. Es ist eine Generation, die unglaublich viel Macht hat weltweit. Wir sprechen von insgesamt 30% der Weltbevölkerung, die aus dieser Generation inzwischen sind. In Deutschland sieht das aufgrund des demografischen Wandels ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz hat sie trotzdem einen sehr, sehr großen Einfluss, macht viele Dinge anders. Und das kommt uns manchmal so ein bisschen vor, als würden die total abdriften und lässt dann vielleicht fälschlicherweise daraus schließen, die seien verloren. Aber das ist natürlich Unsinn. Könnte man auch sagen, Generation Fridays for Future und letzte Generation? Ja, Generation Fridays for Future ist natürlich ein so ein Ding, was die jungen Leute heute antreibt. Umwelt, Nachhaltigkeit, Fridays for Future seit Jahren aktiv, immer noch aktiv. In Berlin gibt es immer noch Demos, weltweit gibt es Demos. Bei dem Thema letzte Generation bin ich so ein bisschen vorsichtiger, weil da oft auch kriminelle Energie oft dahinter steckt. Aber ich betone immer wieder, es sind nicht alle 11 Millionen aus der Generation Z, die sich jetzt irgendwo auf die Straße kleben oder sonst was tun. Das sind immer nur Vereinzelte, die irgendwo ausbrechen, teilweise vielleicht auch kriminelle Handlungen begehen. Und das gab es in jeder Generation. Das ist nichts Neues. Also von dem her muss man das so ein bisschen schon unterscheiden. Naja, jetzt wollen Sie auch noch in die Parlamente. Bei der EU-Wahl wollen Sie ja mit dabei sein. Die von der letzten Generation, von Fridays for Future, da arbeitet man ja teilweise auch zusammen. Da gibt es natürlich auch starke Verbindungen zu den Grünen. So, wahre Werte, das ist das Buch meines anderen Gastes. Und eigentlich könnte ich jetzt sogar noch den Spiegelartikel gleich noch mit dazu nehmen. Das betrifft uns beide wahrscheinlich mehr als Herrn Behm. Herr Kahner, Sie haben ihn, und zwar den Titel Unternehmer des Jahres und gelten als Experte für kleine und mittelständische Unternehmen. In Ihrem aktuellen Buch, was ich gerade gezeigt habe, Wahre Werte statt schnelles Geld, beschreiben Sie, wie man eine Firma krisenfest und langfristig erfolgreich machen kann. Geht das, und jetzt sind wir nämlich wieder bei der Generation Z, geht das überhaupt noch, zumal
mit einer Generation Z? Ich bin vollends überzeugt, dass das auch mit denen geht. Und zwar, erstens sollten wir uns in Erinnerung rufen, dieses Lamentieren der älteren Generation, ich bin ja auch ein Babyboomer, also die 60 plus, gegenüber der jüngeren Generation ist ja ein alter Schuh. Das finden wir schon vor 5000 Jahren bei den Sumerern, vor ein paar tausend Jahren bei den Ägyptern. Sogar Sokrates hat sich darüber beklagt, dass die keine Manieren haben, die Jungen, dass sie faul sind, dass sie Luxus wollen. Ist ja alles ein alter Schuh. Und weil wir in Berlin sind, vielleicht, wenn ich noch zitieren darf, weil ich glaube, das ist so richtig schön am Punkt gebracht von dem Kurt Tucholsky in seinem Buch Der Mensch lerne lachen ohne zu weinen, 1931, und er war doch ein sehr bedeutender Schriftsteller hier in Deutschland, wo er schreibt, die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind oder dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden könnten. Nur für runterlesen, weil die grauen Zellen sind schon, das ist ein Nachteil des Älterwerdens, nicht mehr fürs Auswendiglernen so gut trainiert. Also das ist einmal erstens das Fakt. Das zweite ist, ich kann nur berichten von den vielen Studenten, mit denen ich, wo ich als Dozent arbeite, in Hochschulen Projekte mache. Und ich habe ja mittlerweile geholfen, die letzten Jahrzehnte hunderte Startups erfolgreich hochzubringen. Meistens auch mit ganz jungen Leuten. Generation Z ist ja heute so bis 27 Jahre. Früher waren sie halt dann auch bis 27, sind ja viele dabei. Also ich kann da sagen, die sind sowas von neugierig, sowas von interessiert. Die denken anders, Gott sei Dank. Die sind offen, aufgeschlossen. Ja, Faule gab es bei uns auch in der Jugend, gibt's immer, und die finden ihren Weg. Nur, was ich gemerkt habe, ist, wenn man mit denen arbeitet und wenn die etwas Sinnstiftendes finden oder man ihnen etwas Sinnstiftendes gibt, dann gehen die ab wie die Raketen. Also insofern halte ich es so fast für schade und gefährlich, dass wir diese Schwarz-Weiß-Malerei haben. Die da und wir, es geht ja nur gemeinsam. Und wir waren alle mal auch jung und die anderen werden alle mal alt werden. Insofern, danke, ist das ein wunderbares Thema, das wir hier heute behandeln. Ich glaube, ein sehr wichtiges. Und auch der Herr Behm ist ja da fast ein Missionar für dieses Thema, um das bewusst zu machen. Und daher eindeutige Antwort, ich bin da ganz optimistisch. Ja, viele haben ja schon wirklich das Problem, das überhaupt noch zu verstehen, was ist eigentlich die Generation Z, aber das haben wir ja gleich am Anfang der Sendung erklärt. Die Jugend hatte schon immer ihre eigene Sprache, also ich kann mich auch, Sie wahrscheinlich auch, gut daran erinnern, Sie auch, obwohl Sie ja noch sehr jung sind im Vergleich zu uns beiden. Alleine um sich abzugrenzen, kennt man. Aber heutzutage mit Cringe, Gönjamin oder Smash kommen selbst die jugendlichsten Alten nicht mehr mit. Manche empfinden das sogar als eine aggressive Kampfansage gegen alle anderen Generationen außerhalb der Generation Z. Vielen Weisungen widersetzt sich sogar die Generation Z, Herr Z, Herr Behm, Herr Z ist gut. Also sind, aber Sie sind mit der Generation Z die ganze Zeit auch konfrontiert, nämlich zu Hause. Genau. Zum Beispiel mit Ihrer Tochter, haben Sie vorhin erzählt, Herr Behm. Ist die Jugend von heute besonders renitent? Also ich würde es anders formulieren, Sie hinterfragen einfach viele Dinge, die wir schon längst hinterfragen hätten sollen. Ich komme ja selber aus der Richtung des Personalers, habe jahrelang im Gesundheitswesen die schwierigste Branche oder eine der schwierigsten versucht, junge Menschen zu finden und habe halt festgestellt, die ticken einfach anders. Und sie sind hartnäckig in ihren Forderungen, in ihren Ansichten und in ihren Fragestellungen, die aber in eine Arbeitswelt einfach reinpassen. Da kommen halt unbequeme Fragen, da werden Führungsstrategien hinterfragt, Unternehmensstrukturen durchleuchtet und das gefällt natürlich vielen nicht, weil wir sagen immer so, naja, es lief ja bisher auch so, wieso sollen wir jetzt was ändern? Und die Jungen sagen halt, wir können uns leisten, es ist ein Arbeitnehmermarkt, dann gehen wir woanders hin, wenn das nicht läuft hier. Mhm. Und das ist vielleicht so die Antwort darauf. Der Kampf alt gegen jung, darüber gab es in den letzten Jahren schon diverse Diskussionen und Bücher. Da haben einige Autoren sich schon zu geäußert, ausgelassen. Intensiv gefasst. Ja, und auch sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Herr Karner, ist das vielleicht gerade auch wegen des Fachkräftemangels eine umso größere Chance für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben? Meine Antwort wird Sie jetzt überraschen. Es ist eine große Chance für beide. Lassen Sie mich das vielleicht erklären wie anhand einer Brücke. Eine Brücke braucht mindestens zwei Pfeiler, sonst steht sie nicht stabil. Jetzt ist es ja so, dass wir
ja, 60 plus immerhin heute eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben. Vor 200 Jahren war sie im Westen 31 Jahre, man stellt sich das vor. Dann wären wir nicht mehr da. Genau. Wahrscheinlich vor 60, 70 Jahren hätte ich mich mit dem Rollstuhl und wahrscheinlich ohne Zähne hier reingeführt. Haare habe ich so auch keine mehr. Aber wir sind heute fit und frisch und so weiter. So, wenn die Zeiten oder die Dynamik der Zeit, wie sie jetzt ist, so groß sind, von analog, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Social Media und hohe Schlagzahlen, neue Vokabeln, wo unser eins gar nicht mehr mitkommt, wovon sprechen die? Und die also Brücken bauen in die Zukunft, ganz fantastische, vielleicht sogar waghalsige für deren Zukunft, ist es ja wunderbar. Ist die eine Säule der Brücke. Aber wenn wir Älteren das nicht absichern, dass es trägt mit unserer Erfahrung, mit unserer Expertise, mit unseren Werten, mit unseren Gewohnheiten. Und die Jungen haben ja eines nicht, Erfahrung. Übrigens auch die Moderne hat genau eines nicht, nämlich Erfahrung. Wenn das nicht wäre, würde es nicht funktionieren. Und daher bin ich der Meinung, das Schöne ist ja, es geht ja, der eine kann nicht ohne den anderen. Brückenpfeiler 1 und 2, man braucht sich gegenseitig. Und das ist das Wunderbare. Und dadurch, dass jetzt wieder auch die älteren Generationen so gefragt sind, dass sie mitwirken aufgrund Fachkräftemangels, ergeben sich einfach ganz spitze Zusammenarbeitsmöglichkeiten und plötzlich blühen beide Seiten auf. Mhm. Also sehr positiv für meine. Also Sie sehen nicht diesen Krieg. Es gab ja auch Literatur zum Thema, dass es einen Krieg zwischen Jung und Alt geben wird. Ne? Nein, das glaube ich nicht, sondern dann sind wir wieder bei Sokrates und Co. Also dieses Lamentieren gab es ja immer schon. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass unsere Generation vielleicht so sich nicht ganz abfinden kann, dass ja man vielleicht im letzten Drittel des Lebens angekommen ist. Und man glaubt, wir glauben ja, wir machen es alles richtig. In Wahrheit sind wir doch ehrlich, auch nicht besser und die anderen sind nicht so schlecht, wie wir sie hinstellen, sondern das ist einfach Teil des Lebens, dass man sich entwickelt. Und das ist das Schöne. Ich sehe den Krieg einfach nicht, außer man macht es mutwillig, aber ansonsten nein, ganz im Gegenteil. Und ich kann es nur sagen, es gibt so schöne Kooperationen mit Senioren und ganz Jungen, ja. Wenn die miteinander an einem Projekt arbeiten und wirken und sich dann verstehen, lernen und der eine auf den anderen Rücksicht nimmt, eben, das geht ab wie eine Rakete. Also ich sehe das wunderbar. Wenn man diese Zusammenführung vornimmt, diese Brücke baut und beide Säulen geltend ist. Lassen Sie uns, Herr Behm, mal noch etwas tiefer in die Welt der Generation Z eintauchen. Wie sieht denn ja, das sogenannte, in Anführungszeichen, Wunschleben der jungen Generation im Bestfall aus? Ja, das Wunschleben der jungen Generation besteht auf jeden Fall in einem großen Stichwort, das bei vielen ganz oben steht, wenn man sie fragt, und das ist das Thema Sinnhaftigkeit. Also etwas zu tun, was für mich wirklich Sinn stiftet. Viele würden jetzt auch sagen, what's in it for me? So, warum soll ich etwas tun? Was springt dabei raus? Also das heißt, eine junge Generation hat ja, und das ist ja wieder spannend, wenn wir das sehen, so aus der Erziehungsrichtung gesehen, ihre Eltern oft in einem Job, trauen sich nicht was zu sagen, arbeiten viel, vielleicht auch eine Tätigkeit, die ihnen gar keinen Spaß macht, weil sie einfach froh waren, dass sie überhaupt eine Tätigkeit gefunden haben. Und junge Leute sagen halt heutzutage, wenn sie das sehen, nee, das will ich nicht mehr. Und ich kann es mir auch leisten, dass ich mir etwas aussuche. Und deswegen sieht das Leben junger Leute schon darauf aufgebaut aus, dass sie etwas tun wollen, wo sie glauben, das kann sie erfüllen. Da können sie vielleicht auch was zurückgeben. Und das ist etwas, was vielen Unternehmen wiederum sehr schwer fällt, mit diesem Begriff überhaupt etwas anzufangen, in der Unternehmenskultur vielleicht auch etwas zu verändern, damit das gelingt. Aber es ist gar nicht schwer. Na, da passt doch gleich meine nächste Frage an Sie, Herr Karner. Wahre Werte statt schnelles Geld, ist das aus Ihrer Erfahrung eventuell passgenau das, was die Generation Z eigentlich auch will? Ja, bingo. Absolut, genau das ist es. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, das für Alt und Jung sozusagen gilt. Denn aus meiner Sicht waren ja wir diejenigen, die eigentlich das schnelle Geld fokussiert haben. Wir haben Kollateralschäden in Kauf genommen, hauptsächlich die Kohle stimmt, da kam die Gier mit hinein. Wir haben also wenig Rücksicht in diesem Sinne genommen. Wir haben auch viele Dinge an die Wand gefahren. Und die Jungen sagen, ich will zurück zu wahren Werten, ich will mehr, ich will das wieder reparieren. Ich will mir nicht von euch vorschreiben lassen, was ich zu machen habe. Ich will den Sinn sehen, ich will nicht mit den Wölfen heulen, ich will mich nicht kaufen lassen, ich will nicht korrupt sein.
Ich will an global kompatiblen Lösungen bauen. Also wo kann man was tun? Die denken auch nicht mehr nur in Dörfern. Die denken global. Die wissen, wenn man hier in der Stadt irgendwas macht, dass das eine Konsequenz haben kann bis auf die ganze, auf den ganzen Globus heraus. Und was wollen die? Die wollen, dass man gut lebt, aber dass auch die Balance wiederhergestellt wird, auch für Umwelt, Natur, dass es nicht die Burnouts mehr gibt, etc. etc. Und deshalb tun die nicht mehr überall mit. Das ist super, weil wie wir jung waren, hat es ja geheißen, du hast das und das zu machen, Haken zusammen, dann haben wir es halt auch gemacht. Gott sei Dank tun die das nicht mehr. Und Gott sei Dank müssen die das auch nicht mehr tun. Insofern haben sich die Zeiten zum Positiven entwickelt, übrigens auch ein Stück weit, weil die älteren Generationen hier mitgeholfen haben, das zu entwickeln. Also, die haben auch große Neugier und Interesse, deshalb werden die Zukunft in meinen Augen natürlich meistern. Und deshalb sehe ich das so richtig und wichtig und gut. Und deshalb passt genau der Buchtitel und das Thema so wunderbar zu der jetzigen Zeit. Ja, ich hatte das letzte Woche schon mal gesagt, bei unseren Gästen haben wir auch über Arbeit unter anderem gesprochen. Und da kam mir sofort Michael Douglas, Wall Street, einer der Kultfilme der 1980er Jahre in den Sinn. Und da ging es ja tatsächlich darum, alles platt zu machen und nur zu gewinnen und alle anderen sind Loser, die das nicht so können, also über Leichen zu gehen, wie es so schön heißt. Und um da, Geld zu machen, um Geld mit Geld zu machen. Ja, Geld zu machen, Luxus zu haben, Frauen zu haben in dem Fall. Ne? Mächtig zu sein. Mächtig zu sein und einfach alle Schachfiguren quasi dahin zu setzen oder hinzuschieben, wo man sie hinschieben will. Ist nachher im Gefängnis gelandet, Michael Douglas. Dann gab es ja noch einen zweiten Teil in den 90ern. Ja, aber das war so die klassische Zeit, so wie wir es auch erlebt haben. Natürlich, man muss ein Auto haben. Heute habe ich so das Gefühl, bei den Jugendlichen ist es gar nicht so. Die machen teilweise gar keinen Führerschein. Ja, das ist ja auch, wenn ich das sagen darf, ganz ein interessanter Trend. Einer meiner Freunde ist ja der frühere CEO von Aston Martin, Porsche etc. Ja. Und der sagt das ja auch immer wieder. Deshalb verstehe ich, warum die sagen, ich will keinen Führerschein mehr. Seit den letzten 50 Jahren hat sich der Footprint eines Autos, also Länge und Breite, um 50% vergrößert. Deshalb verparken wir auch die Städte. Und das Gewicht nun mit den tollen Elektroautos sich verdoppelt. Das heißt, eigentlich fahren wir heute vom Auto her zwei Autos und die Masse. Jetzt wegen jungen Nachdenken sagen die, was macht denn ihr hier? Das ist ja vollkommen falsch. Ihr fahrt so riesen SUVs, die eben irrsinnig viel Energie fressen, irrsinnig viel Rohstoffe und Materialien brauchen. Da mache ich nicht mehr mit. Ich suche andere Wege. Und Recht haben sie. Ja. Wir haben alles Recht dazu. Und wenn überhaupt einer die Welt retten soll, wenn sie so wollen, so pathetisch, dann kann das nur die Generation Z, weil wir lassen von unseren Gewohnheiten nicht ab, von unserem Konsum, von unserer Wirtschaft nicht und so weiter. Auf der einen Seite werden in vielen Bereichen Arbeitskräfte gesucht, auf der anderen Seite steigen, unter anderem aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Deutschland, die Arbeitslosenzahlen und viele Firmen machen dicht. Wir haben die aktuellen Meldungen gerade in den letzten Tagen wieder gehört, gesehen und gelesen. Nur 4 Tage pro Woche arbeiten, viel Zeit für Freizeit, Familie und Freunde und dann noch möglichst chillig, so formulieren es viele aus der Generation Z. Das ist sozusagen eine zeitgemäße Lebensphilosophie. Wie soll das denn funktionieren, Herr Behm? Ja, und das ist aus meiner Sicht erstmal ein Vorurteil, weil die Frage ist doch, ob das überhaupt stimmt. Also ich war jahrelang in Schulen, ich habe hunderte junger Menschen interviewt, 100 Interviews davon sieht man in meinem Podcast und die sagen alle einheitlich, wir haben Bock, wir wollen. Nur viele wissen nicht, was genau. Es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten. Die werden auch in der Luft schon zerrissen von Fragen, komm zu uns, mach doch dies, geh doch ins Ausland und 10.000 Studiengänge hast du auch noch, wo du die Auswahl hast. Das heißt, die Frage ist doch eigentlich eher, in welche Richtung führen wir die? Wie nehmen wir die als Unternehmen an? Wie fördern wir die? Wenn ich mit jungen Leuten spreche und die sagen dann zu mir, ich arbeite da gerne, ich gehe gerne in Vorleistung, wenn ich weiß, dass ich was zurückbekomme, dann ist das, was auf die wenigsten Unternehmen zutrifft. Oft haben wir irgendwie so ein Misstrauensvorschuss statt ein Vertrauensvorschuss. Ja. Und das führt dazu, dass junge Leute dann sagen, ja gut, dann machen wir halt 9-to-5. Dann habe ich halt die 4-Tage-Woche, am besten noch 3-Tage-Woche. Ja. Aber das ist nicht die Schuld der jungen Leute. Das ist die Frage, wie nehme ich die an als Unternehmer, als Führungskraft? Und vielleicht da nochmal, gerade auf unsere Diskussion so ein bisschen rückblickend und abschließend auf die Frage zu antworten. Es ist natürlich toll, dass wir alle drei und vor allem auch Sie, Herr Kahner, so denken und die Chancen sehen. Aber was ich sehe in meinen Vorträgen, wenn ich im deutschsprachigen Europa unterwegs bin, ist
eine große Abneigung, eine große Generation, eine Kluft zwischen den Generationen. Da sitzen Leute in den Vorträgen mit verschränkten Armen und sagen, wir wollen mit den Jungen nichts zu tun haben. Und das wird ein Problem, wenn wir das nicht angehen und ändern. Und erst mal selber fragen, was können wir machen und uns dann vielleicht an den Tisch setzen mit denen und damit einfach mal sprechen. Erfolgreich bleiben, das ist eine hohe Kunst, schreiben Sie, Herr Kahner, in Ihrem aktuellen Buch. Na, wie geht denn das? Und zwar mit, ohne, bei allen Generationen, frage ich mal. Also nehmen wir uns, die wir noch im Arbeitsprozess drin sind, nehmen wir die Generationen dazwischen, aber auch besonders die Generation Z. Ja, das ist die Frage, haben Sie Frühstück mitgebracht? Da wird man nämlich die ganze Nacht. Okay, dann machen wir heute eine Sondersendung, die nächsten 27 Stunden. Ja, wunderbar. Denn deshalb habe ich ja auch das Buch geschrieben, wo diese Dinge drin sind. Es ist ja so, tatsächlich, erfolgreich werden, das ist nicht schwer, aber erfolgreich bleiben umso mehr. Und das ist ja die Challenge. Und deshalb brauchen Sie da aus meiner Sicht einen ganzen TTT-Instrumentenkasten, wie ich es nenne, Tipps, Tricks und Techniken, weil Sie an vielen Dingen achten müssen und Stellschrauben haben. Das beginnt mit, um wenigstens ein paar anzusprechen, mit der Einstellung des jeweiligen Menschen, der erfolgreich bleiben will, wie ist seine Positionierung, wie ist sein Selbstvertrauen, damit er nicht in einen Burnout kommt. Versteht er den Zeitgeist? Kapiert er, wie Menschen ticken, wie der Markt überhaupt tickt? Weiß er, wie man Menschen führt mit Respekt und Würde, sodass es auch eine Loyalität gibt, dass dieser Mitarbeiter auch möglichst zu einem mitunternehmerischen Mitarbeiter wird, dass der mitdenkt und vollzieht, wie ich gesagt habe, wenn die ein sinnstiftendes Ding haben, dann gehen die ab wie die Rakete. Dann dem Thema Innovation, da könnten wir alleine 4 Stunden sprechen. Es ist ja verrückt, was wir heute mit der Innovation machen. Es wird ja nicht mehr überlegt, was sind die Auswirkungen, sondern bei uns wird schnell irgendwas erfunden, verbessert, zack, implementiert, ist eine Innovation. Dann ist es zu 90% eine Pseudo-Innovation, die viel mehr Schaden anrichtet als vorher. Da haben wir nichts davon. Es wird einfach nicht mehr nachgedacht. Wir sind zu schnell geworden. Wir denken, ohne nachzudenken. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Dann muss ich kreativ bleiben, immer wieder. Und ich muss auch im nächsten Jahr und übernächsten Jahr raus an den Markt, an den Puls, verstehen, was die Menschen wollen. Denn viele haben ja oft den Traum, der Mensch muss so und so sein und daher biete ich dies und jenes an. Das funktioniert nicht. Der Mensch ist, wie er ist und erfolgreich werden sie nur, wenn sie die Realität matchen. Und sie können zwar einen Trend setzen, aber nur dann, wenn sie gleichzeitig auch den langen Atem haben, das durchhalten zu wollen und so weiter. Es gibt so viele Dinge bis hin zur Frage, wie entscheidet man klug? Also alles das finden Sie auch im Buch. Ist ein sehr komplexes Thema. Wie gesagt, gerne werden wir eine Sondersendung machen. Nun haben wir im Vorfeld der Sendung miteinander gesprochen und da haben Sie so ein bisschen erzählt von Ihrer Tochter. Die ist ja auch da so mittendrin eigentlich. Ja. Ist noch Generation Z, ne? Ja. So, wie läuft denn das zu Hause? Also das läuft so, dass ich zum Glück eine Tochter habe, die sehr reflektiert über Dinge nachdenkt, über die wir auch nachdenken. Beispiel Thema Sucht, Beispiel Thema TikTok. Und selber zu mir zum Beispiel letztens gesagt hat, war ich total überrascht, Papa, ich habe TikTok gelöscht, weil ich habe gemerkt, das macht mich süchtig und ich kann im Unterricht nicht mehr aufpassen. Und das ist vielleicht eher selten, aber ich glaube doch, dass es irgendwo auch für diese Generation spricht, weil die langsam, aber sicher viel, viel reflektierter wieder mit sich umgehen. Und das beschreibt meine Tochter, auf die ich unglaublich stolz bin, natürlich ganz gut. Ja. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil das ist genau das, was der Kollege hier vom Spiegel geschrieben hat. Der beschreibt nämlich, dass er hat weder X noch irgendwas anderes, kein Instagram, kein TikTok. Er hat eine Website, die er nicht richtig pflegt, also ist da ziemlich faul. Bei den jungen Menschen ist es ja tatsächlich so, dass die ganze Zeit ja im Grunde mit dem Handy oder hier mit dem Pad so durch die Gegend laufen. Ne? Es geht ja gar nicht ohne. Schade, wenn eine Laterne gerade irgendwo. Der alte Gag, der fällt mir mal wieder ein von Bananas mit Frank Zander, der dann, beim Winken dann hinterhergucken einer schönen Frau, dann gegen die Laterne läuft. Heute passiert das eben halt oder man fällt in die Grube, wenn man die ganze Zeit sein Handy vor der Nase hat. Also, da wird getiktokt bis zum geht nicht mehr. Und diese Beeinflussung, die Sie gerade angesprochen haben, wie sehen Sie denn das aus Ihrer Sicht? Jetzt komme ich mal zu uns, den Babyboobern. Also ich sehe das sehr kritisch und ganz bedenklich. Denn Fakt ist ja,
ich komme ja auch aus der Digitalisierung, also kennt ihr sie alles, in- und auswendig. Diese Geschichte, wie damals Facebook den Daumen eingeführt hat, das, also das Liken, ja. Da hat er kurz drauf Michael Koschinski, ein Stanford-Professor, ein polnischer, für Psychometrie und so weiter, einen Algorithmus entwickelt, über viele Jahre in der Forschung, und war nach 5 Jahren so weit, ich glaube, das Ergebnis war dann 2013 oder 12 fertig, dass der in der Lage war, mit 70 Likes konnte der den Benutzer besser einschätzen als Freunde, mit 300 Likes besser als die Eltern und 350 besser als der sich selber. So funktioniert es ja. Und dann sollten wir uns ja bewusst machen, es gibt am Tag ungefähr, laut Statista, 70.000 Posts, also Entschuldigung, 70 Milliarden Postings in der Welt, am Tag. Das heißt, diese Algorithmen, die ja Sie genau kennen und durch Ihre Likes und Vorlieben und Verteilung wissen, was Sie gerne sehen, die optimieren aus dieser unglaubliche Menge, sozusagen aus ein Sandkorn, aus einem Quadratkilometer Wüste, eine Information, füttern sie mit dem, was sie leiden. Sie fühlen sich immer mehr bestärkt in dem, was sie glauben und denken. Sie haben dann ihre Welt, sie haben ja keine Objektivität mehr. Und da liegt eine Riesengefahr, weil das ist ja auch Ausbildung und das ist ja auch Steuerung von Denke, Kommunikation, also ein bisschen Demokratie gefährden. Ich sehe das sehr kritisch. Wobei interessant, mein zweitältester Sohn, der heuer 40 wird, der sagt, ich komme da auch schon nicht mehr mit. Muss ich mir vorstellen, bei der Generation Z, also was sich da abspielt und deren Wörter etc. Aber das ist halt letztlich die Zeit. Also ich glaube, hier müssten die Social-Media-Plattformen massiv was tun, um hier gegenzusteuern. Vielleicht mal ein Blick in die Zukunft. Ich weiß, die meisten sagen, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber dennoch. Also ich habe bei mir auch was festgestellt. Ich bin natürlich irgendwann mal umgestiegen. Ich habe alles, also die sozialen Medien, ich benutze natürlich auch noch die klassischen Medien, ich benutze sie teilweise auch noch ganz normal wie früher, das heißt, ich mache den Fernseher oder das Radio an, das normale Radio, und höre nicht mal über die App, das mache ich auch, das mache ich auch mal. Und ich habe irgendwann angefangen, meine Zeitung zum Beispiel auf E-Paper oder auf Online eben halt umzustellen. Das ist ja auch ganz schön, weil man die aktuellen Informationen oder nochmal eine Aktualisierung bekommt. Bin jetzt aber wieder zurückgekehrt bei meinen Tageszeitungen, die ich lese, oder auch den Wochenmagazinen, dass ich wieder die Printausgaben dazu nehme und auch lieber lese als die ganze Zeit, weil ich natürlich auch hier zum Beispiel in der Sendung das Ding vor der Nase habe. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie online und ich habe irgendwann, es nervt mich, ich lese gerade einen Artikel, der vielleicht auch mal ein bisschen länger ist bei den guten Tageszeitungen. Und dann kommt hier irgend so ein Pop-up, eine Eilmeldung. Und dann liest man und dann fängt man wieder von vorne an. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich gelesen habe. Wird es vielleicht auch bei den jungen Menschen, das frage ich Sie jetzt mal beide, ein Zurück in die Vergangenheit geben, dass zum Beispiel dann irgendwann, also Teenies, die heute 15, 16 vielleicht oder etwas älter, schon 20 sind, auf einmal wieder sagen, ich lese wieder eine Tageszeitung und zwar richtig klassisch. Ich lese ein Buch, okay, das wird schon öfter gemacht. Und ich gucke auch wieder Fernsehen oder höre Radio wie früher. Sie hätten eine klare Meinung, aber bitte gerne. Es gibt einen Trend wieder zurück. Ich war vorletzte Woche bei Siemens Energy in München und sehr überrascht, als mir der Head of Global Education dort, der dafür ein paar tausend junge Menschen zuständig ist, gesagt hat, wir kehren wieder zurück, gerade bei digitalen Lernmedien, wieder zu analogen, weil wir festgestellt haben, es wird irgendwann zu viel. Die haben dann auch verschiedene Forscher und Forschungen dann betrieben und auch festgestellt, ja, manche Dinge funktionieren einfach besser im Erlernen und Erarbeiten und Kommunizieren, wenn es analog ist. Und das fällt mir jetzt gerade dazu ein, dass das ja ein interessanter Trend ist, den man jetzt ja vor 2, 3 Jahren noch nicht so gesehen hätte. Und wahrscheinlich dann schon die Antwort offen lässt, ja, was erwartet uns da in den nächsten Jahren und vor allem dann auch eine Generation danach, die Generation Alpha, wo wir mal schauen, wie viel digitaler wird es noch oder geht es wieder zurück? Die Alpha, ja. Meine Meinung, wenn ich da loswerden darf, ich gebe Ihnen zwar recht, dass man dort und da versuchen wird, bis analog mit Unterrichtsmaterialien zurückzukehren, aber ansonsten glaube ich das gar nicht, dass das mehr passiert. Ich glaube das Gegenteil. Wir brauchen ja nur schauen, was jetzt Apple aufführt mit dem Immersion 3D-Brille und alles, was dazugehört. Ich glaube auch, dass die Medien das teilweise gar nicht mehr durchstehen, die Printzeitung herzustellen. Es ist einfach alles zu teuer samt der Logistik. Die müssen sich voll auf die digitalen Konzepte konzentrieren, haben da schon
schon zu kämpfen. Also ich bin mehr der Meinung, wir rutschen notgedrungen immer mehr leider in die Digitalisierung. Notgedrungen. Notgedrungen, okay. Auch wenn das sehr gefährlich ist und irre viel Energie braucht. Aber ich sehe keinen anderen Trend und wir sind offensichtlich dabei, dass wir alles vernetzen wollen und sind uns der Risiken gar nicht bewusst. Also nochmal, der Herr, der hier neben mir sitzt, das ist sein Buch, sein aktuelles. Wahre Werte statt schnelles Geld und die Generation Z, wenn Sie sich vielleicht als Eltern noch mal etwas näher damit beschäftigen wollen oder vielleicht auch als Großeltern, könnte ja auch interessant sein von Herrn Behm, die Generation Z. Und da steht jetzt auf dem Kopf, ganz anders als gedacht. Diese Diskussion war so, wie ich sie mir gedacht habe, obwohl ich noch eine ganze Menge Neues erfahren habe. Ich sage vielen Dank bei Ihnen beiden, Herr Karner, Herr Behm, für den Besuch hier im Studio. Diese Sendung haben wir in Berlin produziert und das war meine Meinung im Fernsehen in Berlin, in Brandenburg. Herzlich willkommen auch in Brandenburg, in Hamburg und in Baden-Württemberg und natürlich auch weltweit bei YouTube. Ich bin Andreas Dorfmann. Am nächsten Dienstag wieder, 19:30 Uhr. Sie wissen ja, man sieht sich.